Mahlzeit, Angelfreunde. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir bei mir zu Hause und nicht am Wasser, denn es regnet die ganze Zeit, es stürmt wie Sau draußen. Ja, macht sich dann ein bisschen blöd mit Stativ und Kameras, dann loszudackeln, ist natürlich dann auch nicht so vorteilhaft. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, dadurch, dass die Nachfrage in letzter Zeit sehr, sehr hoch ist von den Jugend, was brauche ich eigentlich so am Wasser? Ja, mein bester Kumpel, der hat mich auch gefragt, Grüße gehen raus, Lukas. Was brauche ich zum Angeln, damit ich vernünftig angeln kann, damit ich eine vernünftige Rute habe, eine vernünftige Rolle habe, vernünftige Schnur und so weiter. Auch ein paar Montagen, die ich dann erklären werde jetzt in diesem Video. Ja, bleibt einfach dran und ich hoffe, das Video macht Spaß. Also, wir werden viel Spaß haben, denke ich mal. So, als allererstes braucht ihr natürlich nach Bestehen der Fischereischeinprüfung, kriegt ihr euer Zeugnis ausgestellt, dann kriegt ihr den Angelschein, eure Abgabemarke, eure Gewässerkarte, die ihr natürlich braucht. Ich habe das alles mal hier so drin. Ne? Also eigentlich alles drin, da ist ein Passfoto drin, Adresse und, ne? Also all das Rechte hier, was ihr halt braucht. Das ist ja nicht das Einzige. Ihr braucht eine Rute und eine Rolle. Und dazu braucht ihr auch noch Schnur. So, ich habe jetzt hier mal rausgesucht, meine DRM-Karo-Spin, eigentlich meine Allround-Rute, die nehme ich überall eigentlich mit hin, ne? Also zum Posenangeln, zum Grundangeln, auch zum Karpfenangeln habe ich sie schon einmal mitgehabt. Und die ist eigentlich sehr robust und sehr feinfühlig, auch in der Bissanzeige. Gerade was dann nachher zum Grundangeln geht. Aber auch zum Posenangeln ist sie wirklich top. Darauf habe ich eine 3000er Rolle und eine 0,22er Hauptschnur. Ja, so viel zu diesem Gerät. Dann braucht ihr natürlich auch noch einen Kescher. Ja, da habe ich mal einen gewählten Kescher hier. Der ist eigentlich sehr, sehr flexibel, also der ist unkaputtbar. Dann braucht ihr noch Rutenauflagen. Das ist jetzt so teleskopierbar. Und da, ja, so. 1,20 Meter, glaube ich, müsste das sein. Ja. So, dann haben wir das schon mal. Ihr braucht aber auch zum Nachtangeln oder zum Ansitzangeln braucht ihr natürlich auch noch einen bequemen Stuhl. Der ist jetzt hier von Komoran aus der Karpfenreihe, ja. Reicht für mich vollkommen aus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir ein paar Montagen gezeigt kriegen und dazu im nächsten Step. Angelkiste. Also da ist wirklich alles drin, ne? Was ich so mit zum Ansitzangeln mitschleppen tue. Von Posen, Grundleinen, Futterkörben, über Kleinteile, Zollstock. Es ist so alles drin. Also, ne, ja, verschiedene Vorfachhaken natürlich. Ne? Also hier ist jetzt ein 6er Karpfenhaken, dann habe ich hier 2er Karpfenhaken mit Haar. Meine Maishaken in einer, ja, 08er Maishaken. Und dann habe ich hier schon 4er Schleinhaken in der Hand. Also das ist für mich vollkommen ausreichend, habe ich ja hier noch 8er Karpfenhaken, die nutze ich gerne zum Fiedern, die sind von Balz, also von Ona, ne? Ja. Da bin ich mir die Haken über selbst. Ja, dann habe ich hier noch eine Zange drin, Hosenbleie, Tiroler Hölzel, eine Stippmontage habe ich hier auch noch drin, Messer natürlich, um den Fisch auch weitgerecht zu töten und auszunehmen. Ja, Beugestopper halt. Also alles, was so in die Angelkiste reingehört. Dann habe ich hier ein paar Posenstopper, Wirbel, wie gesagt, Grundbleie, Aalglocken. Ja, also, ne, Löffelfiederkörbe. Das ist so mal ein kleiner Einblick hier rein. Ja, jetzt werde ich euch mal so zwei, drei Montagen zeigen. Mal gucken. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Jetzt habe ich mir das hier einfach ein bisschen parat gelegt. Jetzt ziehe ich eine Schnur. Kann ich mal ein bisschen was von abziehen. So, kennt man die? Ja, na klar. Sehr schön. Also, wir machen jetzt mal eine ganz klassische Posenmontage. Habt ihr hier eure Posenstopper, fädelt hier die Schnur durch die Schlaufe. Zack. Zieht euch einfach mal rauf. Habt ihr nicht hier? Da ist der Posenstopper. Ja.
euch. Achso, nee, stopp. Das ist vergessen, brauchst du nicht. Dann haben wir noch die Bebleiung. So. Nehmt euch einen Wirbel. Also erstmal die Pose drauf. Die Pose habe ich übrigens mit Wirbel. Da ist nämlich noch ein Wirbel drauf. Na. Ja, fädelt euch das hier auf. Zack. Dann macht euch die Bebleiung dran. Die hat jetzt 4 Gramm. Jetzt werde ich mal 4 Gramm nehmen. Na, ein Gramm plus. So, dann macht ihr euch einen dicken Bauch nach unten. Da sind auch Silikonschläuche dran. Dass der, Knoten auch so ein bisschen geschützt wird. Ich brauche schon eine Brille. Zack. So. Dann macht ihr das so. Hier ein Wirbel. Und da macht ihr einfach den ganz klassischen Clinch-Knoten. Also einmal rum. Zweimal rum, dreimal rum, viermal, fünfmal, sechsmal, dürfte eigentlich ausreichen. Dann gehen wir wieder zurück. Haltet euch hier fest. Befeuchten, dann schön langsam zusammenziehen. Zack, und fertig ist die Posenmontage. So, dann könnt ihr euch da unten auch noch einen Haken dran klatschen. So, also das ist ganz einfach. Ihr habt hier den Posenstopper. Dann habt ihr hier die Pose mit Wirbel. Die Bebleiung. Die läuft hier so auf der Hauptschnur. Und dann habt ihr euren Wirbel, wo ihr das Vorfach reinhängen könnt. Und dann ist die Montage schon angelbereit. Dann macht euch einen Köder ran und fertig. Ja, dann haben wir das schon mal. Ja, so, das war jetzt die Hosenmontage. Jetzt kommen wir mal zur Grundmontage. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also wir haben hier einmal das Sargblei, was wir dafür benutzen können. Das läuft eigentlich frei auf der Leine, also auf der Schnur. So, zack. Machen wir wieder zu, dann seht ihr es besser. So, zack, da habt ihr das Sargblei. Und davor knallt euch dann auch wieder ein Wirbel. Ja. Normalerweise bringt auch noch eine Perle vor, aber es ist halt nur Anschauung, ne? So. Macht euch wieder einen einfachen Clinchknoten. Fest kommt ab und nach ab kommt ganz fest. Oh, zack. Und ihr habt dann aber auch noch einen Vorteil, wenn ihr euch hinten einen Silikonstopper macht, könnt ihr quasi sehen, so Art wie Festbleimontage. Müsst ihr euch dann hier ein bisschen reindrücken. Genau, so. Und dann ist der eigentlich auch fest. Und wenn dann hier ein Fisch beißt, weiß ich nicht, dass der so oft kommt, wenn hier vorne der Fisch dann beißt, am Haken natürlich, ne? Dann merkt er auch nicht so den Widerstand. Ja, das war die erste Grundmontage. Wir haben mal die zweite auch mal machen. Zack. Jetzt nehmen wir ganz einfach meinen Silikonstopper ab. Wo ist er denn? Wo ist er? Da ist er. Genau.
So. Nehmt euch einen Würfel. Das ist meine absolute Lieblingsmontage, also bin ich ganz ehrlich. Einfacher geht's gar nicht. So. Dann zieht euch das ein bisschen rauf, legt euch hier. Moment. Legt euch hier. Eine Schlaufe. Schlauft euch das so ein bisschen ein. Eins, zwei. Und zieht das zusammen. Jut, Hammer. Das letzte Stück hier hinten wird abgeknüpft. So. Jetzt habt ihr hier die Schlaufe. Macht euch hier vorne auch nochmal eine Schlaufe rein. Da könnt ihr dann den Schlaufe- und Schlaufeknoten verwenden, um das Vorfach einzubasteln. Nanu. Ich brauche echt eine Brille, Leute. Schon als wenn ich 60 wäre. So. Zack. Habt ihr jetzt hier vorne auch eine Schlaufe? Da könnt ihr euch dann das Vorfach einschlaufen. Und quasi da läuft dann. Hep. Macht ihr das hier zu. Und quasi so habt ihr dann die Montage. Hier vorne ist dann der Haken drin. Und so hängt dann die ganze Montage. Und was habe ich zu denn natürlich so? Zack. So. Und der Vorderkopf kann ja frei gleiten. So, und die erste Bissanzeige, die ihr hier schon kriegt, dadurch, dass ihr den Schlaufe-Schlaufe-Knoten dann habt, hier vorne, ist dann natürlich gleich über, weil es ist ja eine Verbindung. Heißt, wenn der Fisch zieht, sollt ihr die ersten mitkriegen, bevor der Fisch überhaupt schon hängt. Ne? Und erst wenn er dann so reinzieht, dann merkt er auch den ersten Widerstand. Dann hängt er eigentlich meistens, in den meisten Fällen hängt er dann schon, weil ihr dann schon die Rute in der Hand habt. Ja, ihr könnt natürlich hier auch nicht nur den Futterkorb einhängen, ihr könnt ja hier auch ein Grundblei einhängen, also okay. Geht genauso gut. Moment. Hier noch überall Schnurlaufwirbel drauf. Den hier rausgefummelt. Den hier, zack. So. Haben wir hier ein Grundblei. Zack. Zack. So. Und das liegt eigentlich auch sicher und gleitet frei auf der Schnur. Dass ihr das auch mal so seht. Ja, das waren die Montagen, die ich euch erklären wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde mal heute ein bisschen meine Augen schonen, denn ihr wisst ja, mit dem Alter kommt's. Ich wünsche euch viel Petri Heil, falls ihr draußen am Wasser seid bei dem Schiedwetter. Bleibt sauber, seid nett zueinander. Euer Angeljunkie. Reingehauen.